Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Björn ist der Erste heute Nacht und Björn ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Jo, hi Domian, grüß dich. Hallo Björn. Ja, Domian, bei mir geht es um Folgendes. Ich habe vor einem halben Jahr für mich persönlich den größten Fehler meines Lebens begangen. Ich habe von heute auf morgen in eine, will man sagen, Kurzschlussreaktion meine Familie verlassen, Job geschmissen. Was heißt Familie? Das heißt, du warst verheiratet? Ich bin noch verheiratet. Ja? Kinder? Ich habe eine kleine Tochter von 3 Jahren. Ja. Und ja, mir wurde irgendwie alles zu viel Stress im Job. Den Stress zu Hause abgelassen, was schon ein Fehler war. Ja. Und mich, ich habe damals zur Ablenkung, wie ich selber sage, gemacht, mich ins Internet geflüchtet und noch meine Familie auch noch weiter vernachlässigt. Ja. Ja, bin wie gesagt abgehauen, habe ein paar Tage zuvor im Internet. Ganz schlagartig, von heute auf morgen. Ohne deine Frau, ohne irgendjemand zu warnen. Ja, von der Arbeit direkt, letzter Arbeitstag weg. Weg, wohin? Ja, ich habe kurz zuvor im Internet, im Chatraum einen Typen kennengelernt. Ja, in dem Moment war ich wahrscheinlich so verzweifelt, es war jemand da zum Reden, sozusagen, und er war irgendwie in dem Moment mein Ausweg, dass ich irgendwo unterkommen konnte. Das ist ja alles nicht so schlimm. Aber das ist ja schon abgefahren. Du hast kurz vorher einen irgendeinen Typen im Internet kennengelernt und bist dann einfach zu dem hin. Ja, wie gesagt, ich war wie in einer anderen Welt. Ja. Und dann erzähl mal weiter. Ja, das ging alles wunderbar. Natürlich Anrufe meiner Eltern, meiner Frau, wo ich bin, wo ich stecke. Ich habe es denen gesagt, wo ich bin. Ja. Ja, warum, weshalb? Ich habe gesagt, ich muss einfach raus. Ja. Wurde alles zu viel. Ja, das Dumme ist nur, ich habe mich in dieser Zeit ein wenig in die Schwester dieses Typen verguckt. Aha. Aber frag mich nicht, also Gefühle, es war wohl eher eine Täuschung. Ja. Es war jemand da, der mit dem ich reden konnte auch. Also, lass mich mal fragen, weil ich das sehr ungewöhnlich finde. Du kommst dann zu einem wildfremden Menschen in dessen Wohnung. Ja. Und das hat dann auch gleich funktioniert. Ihr habt euch verstanden und der hat dich ins Fremdenzimmer einquartiert und du konntest da erstmal so leben, oder wie? Ja, genau. Mhm. So war das. Und die Schwester von ihm war auch da in dem Haus, im Haushalt, oder besuchte die euch dann ab und zu mal? Erst nicht, aber die war fast tagtäglich da. Ja. Und irgendwie, wie gesagt, ich war total weg. Ja. Ich war nicht mehr ich selbst. Habe alles, was von außen an mich rankam, nicht registriert. Ja. Wie sehr. So, jetzt liegt das ein halbes Jahr zurück. Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? Bist du immer noch weg von der Familie? Nein, ich bin jetzt wieder zu Hause. Aha. Und das ging in den letzten Monaten so. Ich kam zurück, war ein paar Tage hier bei meiner Frau. Ja. Und bin wieder durchgeknallt und bin wieder abgehauen. Aha. Warum? Ich weiß bis heute nicht. Und jetzt ist meine Frau weggezogen, ausgezogen aus unserer gemeinsamen Wohnung mit meiner Tochter. Ach so. Mit unserer Tochter. Also die Trennung ist dann doch de facto da. Ja, Abstand, würde ich erst mal sagen. Ist so, ich würde mir wünschen, meine Familie sofort wiederzubekommen. Nur um es abzuhaken und um es zu verstehen, die Geschichte, dass du dich verliebt hast in die Freundin, in die Schwester von dem Typ, die ist auch schon wieder passé. Ja, ja. Ja, okay. Verliebt würde ich es gar nicht mal nennen, Domian. Ja. Ich war irgendwie in einer anderen Welt, in der Scheinwelt. Ja. Und ich habe es zu spät gemerkt, was ich da eigentlich für Mist gebaut habe. Aber ich meine, das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz gravierendes Warnsignal des Inneren. Wenn man so eine Kurzschlusshandlung vollzieht, dass man von heute auf morgen die Familie verlässt und zu wildfremden Menschen zieht, das heißt ja, da ist so viel Unzufriedenheit in einem selbst drin. Ja. Weißt du heute ein bisschen, was diese Unzufriedenheit ausgemacht hat? Hast du ein bisschen über dich nachgedacht oder hast du dir irgendwie Hilfe gesucht von draußen? Ich habe über die ganze Sache nachgedacht. Ich habe auch jetzt eine Therapie, fange ich jetzt an nächste Woche. Und ich will mal so sagen, ich war vielleicht unzufrieden mit meinem Leben, aber ich hatte eigentlich alles, was sich jeder wünscht. Ein gesundes Kind, eine funktionierende Ehe, eine hübsche Frau. Ja. Aber woher kam die Unzufriedenheit? Wenn ich das wüsste. Ich habe irgendwie alles in mich reingefressen.
Ich habe also nicht mehr nach außen wieder abgegeben und warum auch immer. Ich wollte alles alleine klären. Was hast du für einen Beruf gemacht oder was machst du für einen Beruf? Ich war Lagerarbeiter. Ja. Ja. Wie gesagt, Ärger mit Chef gehabt und immer mehr Arbeit machen müssen und war ja alles okay. Jetzt ist aber die Frau weg. Und dann von der Frau weg, ja. Ja, Jürgen, jetzt ist die Frau weg. Jetzt ist sie weg, ja. Jetzt ist sie weg, das Kind ist weg. Siehst du denn noch mal eine Chance? Wie ist denn die Stimmung zwischen euch beiden? Siehst du eine Chance, dass man das vielleicht, wenn du auch ein bisschen mehr so dich begreifst, sage ich mal, dass ihr noch mal zueinander kommen könnt? Die Hoffnung gebe ich nicht auf. Und ich liebe meine Frau, meine Tochter sehr. Liebt sie dich denn auch noch? Hat sie darüber was gesagt? Ich denke mal so, sie lässt mich momentan nicht an ihre Gefühle ran. Ich verstehe sie voll und ganz. Sie hat eben Angst, wieder verletzt zu werden und wieder enttäuscht zu werden. Das war für sie vermutlich, wenn sie überhaupt keine Ahnung davon oder nichts gewittert hat, sagen wir so, wahrscheinlich auch ein super Schock, dass du plötzlich weg warst. Ne? Natürlich. Mhm. Sie hat mir auch gesagt, wie sehr sie mich liebt und ich soll doch wieder zurückkommen. Und die Kleine würde jede Nacht schreien und nach mir rufen. Ich war so weg, ich habe es nicht registriert. Mhm. Und jetzt, seitdem sie weg ist, merke ich jeden Tag für Tag immer mehr, wie sehr sie mir fehlen. Ja. Das ist ja oft so der Fall, dass man Dinge, wenn es einem so ganz eigentlich ganz gut geht und Dinge als selbstverständlich nimmt, dass man die immer erst wertschätzt, wenn die weg sind. Ich alte Leier, alte Weisheit, aber immer, wenn man es dann selbst am eigenen Leib erfährt, sagt man, ja, das stimmt. Ne? Ja, wie gesagt, ich sag wahrscheinlich alles zu selbstverständlich. Mhm. Dabei ist alles, was ich hatte, eigentlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein großes Glück, dieses zu haben. Ja, stimmt. Und ging es eigentlich relativ gut. Aber Björn, du bist ja jetzt eigentlich ganz gut auf dem richtigen Weg. Das heißt, ihr seid noch nicht völlig entzweit, du und deine Frau. Die hat sich erstmal ein bisschen eingebunkert, ist ja auch okay. Ist ja vielleicht auch gut, dass sie aus der gemeinsamen Wohnung raus ist. Ja. Und du hast jetzt für dich was eingefädelt, nämlich, dass du in eine Therapie gehst, um ein bisschen mehr von dir zu erfahren und dich zu verstehen und vielleicht dann auch zu korrigieren. Mhm. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um noch das zu retten, was eventuell zu retten ist. Ja, sie sagte halt auch, wenn ich eine Chance haben sollte oder von ihr aus bekommen sollte, ist es ein Schritt, diese Therapie zu machen. Sagt sie auch so. Zu ordnen. Ja, ja. Ja, wunderbar, toll. Also ich Respekt, dass du das jetzt auch machst und das nicht irgendwie dann doch so laufen lässt. Wie gesagt, ich werde alles tun, um meine Familie vielleicht wieder zu kriegen, diese Chance zu haben, meine Familie wieder zu bekommen. Egal, ob sie jetzt hier wieder zurückkommt oder ich ziehe dahin, wo sie jetzt ist. Ja. Würde ich sofort tun. Ich würde sofort meine Koffer packen, meine Sachen packen und weggehen. Also, ich wünsche toi 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 für die Therapie. Danke. Ne, das ist ja auch eine schwierige Sache, sich darauf einzulassen und dass es dann auch richtig vorangeht. Und natürlich wünsche ich vor allen Dingen, dass die Therapie fruchtet und dass ihr dann hinterher auch wieder zusammen seid und eine glückliche Familie werdet. Ich hoffe es auch. Ich liebe meine Frau über alles auf der Welt, meine Tochter auch und ich hoffe wirklich, dass es wieder funktioniert. Alles Gute, Björn. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte gerne jetzt etwas zur gestrigen Sendung sagen. Gestern gab es hier einen sehr, für mich auch sehr bewegenden Anruf und ein bewegendes Gespräch von Christoph. Ich fasse noch mal kurz zusammen, um was es ging. Christoph, 21 Jahre alt. Christoph hatte neben seiner Freundin eine Affäre und es gab dann die Situation, dass er in einer Nacht, einer Samstagnacht, mit der Affäre unterwegs war oder bei der Affäre war, doch bei der Affäre geschlafen hat, dass sie Sex miteinander hatten. Dann hat seine Freundin ihn angerufen. Die Freundin war in einer Disco. Und die Freundin hat ihn gebeten, hol mich bitte ab, weil ich Alkohol getrunken habe. Er hat sie angelogen, hat gesagt, er konnte nicht, er sei unterwegs mit Kumpels und so weiter. Daraufhin ist die Freundin alleine gefahren, selbst gefahren und ist tödlich verunglückt. Soweit die Geschichte. Ich bin gestern mit dem Christoph sehr hart ins Gericht gegangen und habe hart geurteilt, weil ich die Geschichte schon sehr schockierend finde und mich das sehr ergriffen hat, was er erzählt hat und was da passiert ist. Dann gab es aber gestern noch einen Anrufer am Ende der Sendung, der mir zu denken gegeben hat. Und der hat mir sehr zu denken gegeben. So sehr, dass ich heute, was ich sehr selten mache, den Christoph privat am Nachmittag nochmal angerufen habe. Denn ich finde, dass ich gestern einen Fehler gemacht habe. Ich finde, dass man diese ganze Geschichte differenzierter beurteilen muss. Ich sehe nach wie vor, dass Christoph eine hohe moralische Schuld trägt an dem, was geschehen ist. Aber, und das ist gestern im Eifer der Emotionen nicht thematisiert worden, und ich finde, das muss man sehr wohl thematisieren, man muss sich auch klar machen, dass die Freundin eine eigenverantwortliche Person war, dass sie sich betrunken ans Steuer gesetzt hat und dass sie somit die direkte Verantwortung trägt für sich selbst, und auch die direkte Schuld trägt am Tod,
am tödlichen Ausgang dieses Unfalls. Ich habe heute, wie gesagt, mit dem Christoph nochmal gesprochen, ihm auch gesagt, dass mir das leid tut, dass ich das gestern nicht in dieser Form differenziert mit ihm besprochen habe. Mir ist es ein Anliegen gewesen, ihm das nochmal zu sagen. Und es war mir auch ein Anliegen, euch das nochmal zu sagen, weil wir auch auf diesen Fall sehr viele Rückmeldungen, sehr viele Mails bekommen haben. Auf jeden Fall hat Christoph sich darüber gefreut. Er war auch froh, dass er angerufen hat hier gestern Abend und ist jetzt auch bereit und plant, in eine Beratungsstelle zu gehen, die mein Psychologe ihm gestern empfohlen hat. So, das zur gestrigen Sendung. Und jetzt geht es hier weiter mit Jasmin. Und Jasmin ist 27 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Ich bin total nervös. Macht nichts, Jasmin. Um was geht's denn? Ich bin eine Prostituierte, ja? Die seit Juli aufgehört hat, weil ich schwanger war. Von wem? Von meinem, von meiner Beziehung oder Liaison, könnte man sagen. Ja. Wie lange hast du als Prostituierte gearbeitet? 8, 9 Jahre. Lange Zeit. Lange Zeit, ja. Und ich stecke im Moment in so einer Phase, ob ich wieder anfangen soll oder nicht. Bist du nicht mehr schwanger? Nein, ich hatte eine Fehlgeburt nach 2 Monaten. Ja. Und du hast während deiner Arbeitszeit, während deiner Berufstätigkeit auch immer wieder Beziehungen gehabt, bis eben jetzt zum Schluss auch? Ich hatte Beziehungen gehabt, ja, wo ich jedes Mal aber reingefallen bin. Das ist eben auch für eine Prostituierte sehr schwierig, Beziehung anzufangen. Ja. Es ist ziemlich hart, weil viele Prostituierte, sage ich mal von meiner Meinung her, auch von meinen Kolleginnen her, die Liebe versuchen zu kaufen. Und ist das so? Ist wirklich so. Ja. Es ist wirklich so. Viele Frauen versuchen die Zuneigung von einem Mann oder die Liebe zu kaufen. Und deswegen kommen viele auch von diesem Job nicht weg, weil sie jedes Mal irgendwie immer reinfallen. Und diese sogenannten Zuhälter, die gibt's ja eigentlich nicht. Die werden nur dazu gemacht, weil sie ja gekauft werden. Also die männlichen Huren eigentlich, ne? Mhm. Ja, und meine Beziehung, die kenne ich eigentlich schon seit 1,5 Jahren. Er lässt sich aber auch nicht in eine Beziehung rein. Ja. Und er behauptet auch andauernd, dass ich irgendwie einen Knacks weg hätte und dass ich eine Therapie anfangen sollte. Warum glaubt er, dass du einen Knacks weg hast? Weil ich sehr misstrauisch bin. Das ist ja noch kein Grund, dass man jemand sagt, hier, du hast einen Knacks weg. Ja, natürlich ist das kein Grund, weiß ich auch. Vielleicht liegt das auch an meiner vorherigen, also sagen wir mal, Kindheit. Ja. Weil ich ja auch keine gute Kindheit hatte, eine total schlechte Kindheit, ja, wo ich immer von meinen Eltern missbraucht worden bin. Und obwohl ich denke auch, dass er vielleicht eine Therapie anfangen sollte, weil er sich ja in eine Beziehung einlässt. Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückblättern. War diese Schwangerschaft eine Wunschschwangerschaft? Von meiner Seite ja. Von deiner Seite ja. Ja. Dann hast du gerade gesagt, du überlegst jetzt eventuell wieder in den Job zurückzugehen. Ja, weil es nicht einfach ist, ein normales Leben wieder anzufangen. Weil man mit nichts dasteht. Ja. Man hat keine Jobperspektiven. Ja. Heutzutage ist es ja wirklich sehr schwer, einen normalen Job, obwohl für mich ist es auch schwer, weil ich in keinem Club, sondern im Puff gearbeitet habe. Mhm. Und im Puff ist man ja sein eigener Chef und man kann ja die Uhrzeiten auch selber bestimmen, wann man anfangen will, wann man aufhören will. Was sagt denn dein Partner dazu, dass du jetzt eventuell wieder... Wir sind ja nicht richtig zusammen, das ist ja das. Ach so, was, wie würdest du diesen... Er ist dagegen, er ist voll dagegen, dass du wieder anfängst. Diesen Job mach. Mhm. Dass ich diesen Job mache. Bloß, ich habe ihm ja finanziell, wo ich aufgehört habe, habe ich ihm finanziell ein bisschen geholfen. Ja. So, und jetzt stehe ich mit nichts da. Könnte er dir denn ein bisschen helfen finanziell? Könnte er schon, er sagt ja auch jedes Mal nächste Woche, aber dann heißt es wieder... rum wieder nächste Woche. Ja. Also das geht ja schon seit Monaten so. Und ich bin nicht ganz allein da. Ich habe noch ein paar Stammgäste, die ich mir gehalten habe, die ich ab und zu mal treffe. Ach so, das heißt, so ganz ausgestiegen bist du nicht? Im Endeffekt nicht. Im Endeffekt nicht. Mhm. Du hast auch nichts. Kein Einkommen hätte. Ja, du hast auch nichts gelernt vorher. Nein. Nein. Mhm. Das heißt, das wäre wirklich ein richtig hartes Ausstiegsprogramm, was jetzt vor dir liegen würde. Du müsstest von unten neu anfangen.
Das tue ich ja im Moment eigentlich. Naja gut, aber du hast ja immer noch deine alten Seilschaften da, ne? Und Bekanntschaften. Ja. Mhm. Jetzt ist mir nicht ganz klar, was für eine Art von Beziehung das ist mit deinem Freund. So richtig seid ihr nicht zusammen, aber irgendwie dann doch. Und was ist das? Deswegen, ich meine ja auch, ich spreche ihn ja auch andauernd darauf an, sind wir jetzt zusammen oder sind wir nicht zusammen? Mhm. Und dann heißt es wiederum von seiner Seite her, beruhig dich mal oder fahr mal für eine Woche oder für zwei Wochen weg, wenn du das Geld hast. Und dann komm mal wieder auf den Boden und dann sehen wir weiter. Mhm. Ja gut, also, das sind ja er auch, lässt mich ja auch... ja, das sind nicht sehr konkrete Ratschläge, ne? Fahr mal in Urlaub und dann sehen wir weiter. Ja. Habt ihr denn beide nicht zusammengesessen, habt gesagt und mal überlegt, was könnte man denn tun, was könntest du tun? So ganz konkret einfach ein paar Sachen mal durchgespielt. Ich habe mir persönlich viele Gedanken schon gemacht darüber. Ich denke auch, dass er sich nicht in eine Beziehung einlassen will, weil ich eine Prostituierte bin. Mhm. Und er war verheiratet 10 Jahre lang, hat seine Ex-Frau dann beim Fremdgehen erwischt, ja, hat 2 Kinder mit ihr und die Kinder wohnen jetzt seit Januar bei ihm. Ah ja. Wie lange kennst du ihn eigentlich schon? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Mhm. Ja. Du hast ihm aber von Anfang auch klaren Wein eingeschenkt. Erst 2 Wochen später. Na gut, aber dann schon und dann hat er es dann auch akzeptiert, offensichtlich. Ja. Was ist denn, Jasmin, dein, also klammern wir mal jetzt, ich meine, das ist schon sehr schwierig, aber klammern wir mal dieses das Finanzielle raus. Ja. Was wäre denn dein Wunsch, was du machen würdest wollen? Was würdest du gerne tun beruflich? Schwierig zu sagen. Und anders gesagt, würdest du, wenn es diesen finanziellen Druck nicht gäbe, würdest du auch wieder zurückgehen in dieses Gewerbe? Wenn dieses finanzielle Druck nicht geben würde, dann würde ich nicht zurückgehen. Um Gottes Willen, nein. Also ich habe mich schon irgendwo so daran gewöhnt, nicht mehr in diesem Jobbereich zu arbeiten. Ja. Weil es auch, weil man die Wirtschaftslage ist ja total schlecht und wir Frauen im Puff, wir merken, oder in den Clubs merken das mehr und mehr. Ist klar. Weil die Männer ja ihr Taschengeld bei uns ausgeben. Hast du denn den Eindruck, dass diese Tätigkeit, ich meine, du hast es ja nun lang genug schon gemacht und du sagst, 8, 9 Jahre bin ich dabei, dass sie dir auch irgendwie emotional einen Schaden bewirkt hat, in dir einen Schaden bewirkt hat? Würde ich nicht sagen. Mhm. Nein, aber man stößt natürlich an Schwierigkeiten und an Grenzen. Obwohl mein jetziger, also ein Halbfreund könnte man sagen, er meint schon, dass ich ihn ab und zu wie einen Freier behandeln würde. Also ich wollte darauf hinaus, dass es sicherlich schon sehr schwierig ist, das richtig abzugrenzen zwischen Beruf und Privat. Und dass es immer Probleme gibt. Du hast es ja nur gerade am eigenen Leib erfahren in den letzten Monaten. Ja. Und das natürlich, wenn der Freund nicht mit wehenden in Fahnen sagt, okay, arbeite du im Club als Prostituierte, dass es natürlich immer zu einer Grundspannung führt zwischen einem Partner. Ja. Ne? So dass natürlich, finde ich auch, letztendlich, und du sagst es ja selber genauso, der bessere Weg wäre, da rauszufinden, es nicht mehr zu machen. Und du bist jetzt erst 27, sage ich, da sind die Chancen sicher noch größer. Wenn es am Anfang auch schwierig ist, aber da sind die Chancen größer, noch mal Fuß neu zu fassen und sich was Neues aufzubauen, als wenn du es mit 40 machst beispielsweise, dann kannst du es wahrscheinlich ganz vergessen. Natürlich. Hast du denn in all den Jahren, Vince, ein bisschen Geld zurückgelegt oder eben auch nicht? Das meinte ich ja vorhin mit, dass ich öfters mal eben reingelegt worden bin von meinen vorherigen Beziehungen. Also mein erster Ex-Freund, der war ja derjenige, der mich dazu gebracht hat. Mhm. Und der mich dann im Endeffekt in der Hinsicht ausgenutzt hat. Also im Klartext, es ist kein Geld da, ne? Es ist kein Geld da, nein. So, ich weiß, dass es so Ausstiegshilfsprogramme für Prostituierte gibt. Weißt du das auch? Ja, weiß ich. Hast du dich damit schon beschäftigt? Ich war mal, wo ich schwanger war, war ich beim Gesundheitsamt. Da kann man ja, da gibt es dann Ansprechpartnerinnen, die diesen Prostituierten einige Wege vorschlagen und Diakonie oder evangelischem, keine Ahnung, da irgendwelche Sachen. Klar habe ich darüber nachgedacht, aber es ist halt irgendwie auch peinlich, würde ich mal
mal sagen. Ja, ich meinte jetzt auch gerade nicht solche Ausstiegsprogramme von Seiten der Behörden, sondern in als Selbsthilfegruppen organisiert. Da würde ich dich gerne gleich weiterreichen an meine Psychologin, die dir da die entsprechenden Telefonnummern gibt. Ja. Ich finde, ich sag's nochmal so vom Tenor her, wenn es auch schwierig ist und wenn ich jetzt auch in ad hoc keine konkrete Idee habe, wie man das finanziell geschickt und klug alles einfädelt, aber dass die Richtung schon sein sollte, dir ein anderes Leben aufzubauen, ein anderes Standbein aufzubauen. Ich glaube, dass du profitierst letztendlich davon. Und wenn du sagst, ich wollte gerne schwanger werden, möchtest du gerne sicher nochmal schwanger werden. Das glaube ich mal eher nicht, dass es wieder funktionieren würde. Weil ich ja auch schon 2 Abtreibungen hinter mir habe. Und diese Fehlgeburt der Arzt hat auch gesagt, es könnte sein, dass es eben deswegen ist. Weil man sagt ja, wenn man mehrere Abtreibungen gehabt hat, dass es dann viel schwieriger ist, wieder schwanger zu werden. Gut. Aber dennoch heißt es ja, dass du vielleicht doch lieber auch ein anderes Leben führen würdest wollen. Ja, ich habe ja diesen Job auch wegen meinem jetzigen Halbfreund aufgehört, diesen Weg gewählt. Jasmin, und stehe doch im Endeffekt alleine da. Mhm. So. Und das stört mich. Jetzt würde ich vorschlagen, wir beenden dieses Gespräch hier. Ja. Meine Psychologin, die Heide, ruft dich an und gibt dir diese Adressen, die ich da im Kopf habe, und sie wird auch wissen, was ich meine. Dass du auch von Betroffenen, die selbst sowas schon gemacht haben, einfach mal so ein bisschen Know-how bekommst, wie man es macht. Und dass ein Erfahrungsaustausch halt auch stattfinden kann. Ja, super. Du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Alles klar, danke. Alles Gute. Tschüss. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050, Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jasmin, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jasmin. Ja, hallo. Hallo Jasmin. Oh Gott, ganz nervös. Ich kann nicht gut hören. Um was geht's denn? Ja, es geht um meinen Freund. Und der verprügelt mich seit einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre? Ja. Und seit einem halben Jahr verprügelt er dich? Ja. Wie hat das angefangen? Also es fing an... Da waren wir in der Stadt, glaube ich, ja. Und auf jeden Fall fing er an zu diskutieren. Ich weiß gar nicht mehr, weswegen. Auf jeden Fall hat er mir dann eine geknallt, also direkt in der Öffentlichkeit. Mhm. Wegen einer Lappalie? Ja, es war Quatsch eigentlich. Ja. Und jedenfalls ging es dann, es fing darauf dann erst richtig an. Jetzt ist das auch so ausgeartet, also er tritt auch schon zu oder... Und das sind jetzt Situationen so im Alltag, irgendwelche Kleinigkeiten, wenn ihm irgendetwas nicht passt? Ja, genau das ist das nämlich. Also ich bin Mensch, ich gehe gerne auf Tour, ich gehe gerne weg und bei ihm ist das dann jedes Mal so, er kommt dann auch in die Disco, also das war jetzt am Wochenende, vergangenes Wochenende und ja, dann hat er, also auch wieder vor allen Leuten, hat er dann meinen Kopf gegen den Tresen gehauen. In der Diskothek hat er deinen Kopf gegen den Tresen gehauen, vor allen Leuten, einfach so? Ja, weil ich in der Disco war und er möchte das nicht. Hm. Er, ja, wie soll man das sagen? Er. Wie oft ist das jetzt? Wie oft ist das jetzt in diesem halben Jahr vorgekommen? Kannst du dann kannst du deine Zahl nennen? Oh Gott, nee. Also so oft? Es ist jetzt oft passiert. Also. Wie kannst du dir das denn vorstellen? Erklären, wenn ihr 3 Jahre waren das die ersten 3 Jahre? War das denn durchaus schön und normal, die Beziehung, würdest du so sagen? Ja, die war wunderschön. Ich war glücklich und... So, sowas fällt ja nicht vom Himmel. Wie erklärst du dir das? Was ist mit ihm los? Ja, ich weiß nicht, ob das der Umgang macht oder so. Und was für ein Umgang? Er ist Südländer. Bitte? Und ich sag, er ist Südländer. Südländer, mhm. Und die sind immer in ganz vielen Gruppen zusammen. Mhm. Und jedenfalls fing das dann von einem auf den anderen Tag an, weil ich habe ihn noch nie so ausrasten sehen. Und so, Jasmin, ihr wohnt zusammen auch? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Ihr wohnt nicht zusammen? Ich wohne bei meiner Mutter und er hat viele Geschwister, er wohnt noch zu Hause. Wie ist denn, wenn solche schlimmen Sachen passieren, wie du es gerade beschrieben hast, dass er da in die Diskothek kommt, weil er nicht will, dass du in die Diskothek gehst und haut deinen Kopf vor einen Tresen, wie ist denn deine Reaktion dann in dem Moment danach? Na, ich war
Also ich habe geweint natürlich, weil es waren ja höllische Schmerzen und meine Freundin, die kam dann auch gleich irgendwie dazwischen. Gut, dass man im ersten Moment weint, ist völlig klar. Aber wenn man sich so ein bisschen gefangen hat, wie hast du denn dann auf ihn reagiert? Sprichst du ihn an? Streitest du mit ihm? Machst du ihm Vorwürfe? Redet ihr überhaupt darüber? Ja, ich mag gar nicht darüber reden, weil wenn ich es anspreche, so dadurch eskaliert es ja jedes Mal. Ach, das heißt, du schluckst das alles runter? Ja, es gab noch kein einziges. Wie? Momentan schon. Das heißt, dieses ganze halbe Jahr, wo er wirklich gewalttätig ist dir gegenüber, habt ihr darüber noch kein einziges Mal gesprochen? Na, wenn ich zu ihm sage, warum er es tut, dann dreht er ja gleich wieder durch. Mhm. Er sagt jedes Mal, das ist seine Sache, warum er das macht. Ach, ich toll. Ich habe ja genug Schuld daran. Ach so, super. Und das heißt auch, ich muss es wahrscheinlich gar nicht fragen, aber ich frage es trotzdem, er hat sich auch noch kein einziges Mal entschuldigt wegen dieses Verhaltens. Nee. Kein einziges Mal. Ja. Nee, So, Jasmin, warum bist du noch bei diesem Mann? Ich weiß nicht, wenn ich das wüsste, dann... Ja, aber die Frage ist ja nun wirklich ganz, die liegt ja nun wirklich auf der Hand, wenn man ein halbes Jahr lang misshandelt, ich sag's mal drastisch formuliert, misshandelt wird. Das ist ja eine seelische und körperliche Misshandlung, die dir da widerfährt. Und eine Demütigung ersten Ranges, vor allen Dingen, wenn er das dann auch noch vor anderen Leuten macht. Aber es ist ja auch völlig wurscht. Ja, aber es ist auch egal, ob es nur in der Öffentlichkeit macht oder nicht in der Öffentlichkeit. Da muss sich doch jeder normale Mensch fragen, warum ist denn die Frau da noch da? Oder du musst dich selbst fragen, warum bin ich denn bei dem Typ noch? Ja, ich glaube, weil ich habe schon Angst, mich zu trennen. Mhm. Das ist schon richtige Angst, weil er sagt ja auch jedes Mal, ohne mich bist du nichts und du kriegst es nicht hin und du wirst gar nichts hinkriegen. Mhm. Hast du nicht mittlerweile einen richtigen Hass gegen den? Ja. Ja. Also das wird auch immer schlimmer. Also Hass wahrscheinlich kombiniert auch mit Angst, wenn du ihn triffst, dass wieder irgendwas passieren könnte. Ja. Habt ihr auch noch Sex miteinander? Nee. Will er das nicht ab und zu? Er will es, aber ich weiche ihm aus. Also ich bin auch so, ich sag dann, ich muss zu Hause bleiben, meiner Mutter helfen oder meinen Geschwistern. Und das lässt er mit sich machen? Hast du nicht Angst, dass er da dann vielleicht auch irgendwann durchdreht und sagt hier, dass es so auf eine Vergewaltigung hinausläuft? Nee, eigentlich nicht. Also davor noch nicht. Aber das ist noch gar nicht so lange her, da sagte ich das auch. Da stand er bei mir vor der Tür. Oh, ich wollte auch nur wissen, ob du auch wirklich zu Hause bist. Mhm. Also er kontrolliert das dann auch. So, Jasmin, ich finde, dass ganz dringend und ganz schnell da einen Schlussstrich gezogen werden muss. Ja. Ich nehme deine Angst ernst vor ihm. Ich nehme deine Angst ernst vor ihm, natürlich. Aber so eine Angst treibt einen natürlich noch weiter ins Unglück rein. Die bewirkt, dass du weiterhin nicht sagst, dass du weiterhin dich ihm ergibst und so und dass er das alles weiter so machen kann, wie er es bisher gemacht hat. Ja. Ich finde, dass du von heute auf morgen mit dem Schluss machen solltest. Ja, aber das ist das. Also daran denke ich auch. Aber was soll ich denn, wenn er dann erst recht durchdreht? Ja. Das davor habe ich ja Angst. Ich meine, meine Freundinnen, die helfen mir wirklich da. Aber ich bin ihnen so dankbar für alles. Ja, ja. Weil die machen alles für mich und die gehen auch zu ihm hin und schreien. Mhm. Meine Freundin, die hat ihn, als er das letzte Woche da gemacht hat mit dem Tresen, die hat ihm auch eine Flasche über den Kopf gezogen. Mhm. Und die sagen auch, Melanie, trenn dich und... Ja, also ich möchte dir folgenden Rat geben. Also der erste Rat ist, dass du dich von diesem Mann so schnell wie möglich zurückziehen solltest. Das ist der erste Rat. Der zweite ist, dass du dich mit einem Frauennottelefon in Verbindung setzen solltest. Ja. Da sitzen eben Frauen, die mit genau solchen Fällen und mit solchen Männern sehr viel Erfahrung haben und die dir auch ganz konkrete Ratschläge, die man gar nicht so groß ausbreiten sollte in der Öffentlichkeit und im Fernsehen, geben werden, wie du dich auch einem solchen Mann in der Rückzugssituation verhalten sollst, um die Gefahr so gering wie möglich zu halten. Jo. Wir werden dir gleich gerne noch die entsprechende Telefonnummer geben. Ich finde sehr wichtig, dass du dich da ein bisschen absicherst oder dass du dich absicherst, dass da jemand ist, der dir vorher noch so ein bisschen einen Ratschlag gegeben hat. Aber du musst da raus. Du musst raus aus der Beziehung. Ja, das weiß ich auch bloß. Ich weiß nicht, wie es dann wird, wenn ich ihn wieder sehe. Dann dreht er doch bestimmt fertig durch. Ja, und genau deshalb, was ich gerade gesagt habe, solltest du vorher die Gespräche führen. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Ja. Wegen der Telefonnummer. Und auch, du kannst auch noch mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar so strategische Sachen beraten, wie du es am klügsten machst. Wie gesagt, das gehört gar nicht in die Öffentlichkeit. Okay? Okay.
danke schön. Alles Gute, Jasmin. Jo, danke. Tschüss. Maria, Maria, 21. Guten Morgen. Domian. Ja. Oh, da haben wir aber einen Piepston. Moment, dann muss ich mal gucken, dass ich... Ist besser? Ja, das klingt jetzt schon viel besser. Du hast die Freisprechanlage wahrscheinlich an, ne? Nee. Ich weiß nicht, ich habe den Ton vom Fernseher eigentlich schon ausgemacht, aber irgendwie, jetzt geht's, glaube ich, jetzt besser. Jetzt geht's sehr schön. Ja. Okay. Es geht darum, bei dir hatten... Also ich muss erstmal sagen, ein Lob an euer Team. Dankeschön. Und ich finde die Sendung wirklich sehr gut. Dankeschön. Und zwar geht um Folgendes, also es geht um Poltergeister und Engel, also Lichtwesen und so im Allgemeinen. Hm. Und ich hatte von einer Frau gehört, die Poltergeist hat, also seit 12 Jahren im Schrank. Ja. Die hat mal bei dir angerufen. Ja, seit 12 Jahren, was ich gar nicht so verstehen konnte, dass man das 12 Jahre aushält mit einem Poltergeist. Aber nun gut, aber sie hat es so erzählt, ja. Ja, und zwar, ich hätte da einen Tipp, wie man solche Wesen loswerden kann. Also ich hatte weißt das? Ja. Ah. Also ich hoffe, dass es bei dem, also bei mir hat es funktioniert und ich hoffe, dass es bei der Frau oder bei anderen Personen, die das haben, auch so funktioniert. Okay, jetzt erzähl uns erstmal, was bei dir vorgefallen ist in Sachen Poltergeist. Also ich habe manchmal, also nachts oder abends, spätabends, kommt also zu mir so ein richtig starkes Licht und da höre ich so ein Wesen, also so richtig lachen, also nicht auslachen. Mhm. Wo kommt das Licht denn? Ist es plötzlich im Raum oder wie? Es ist plötzlich einfach da. Ein sehr grelles Licht? Ja, ein sehr, sehr grelles. Aber du kannst nicht sehen? Nee. Du siehst nur Licht? Ja, also ich muss auch noch dazu sagen, ich bin selber vollblind. Ach so. Ja. Dann ist es ja noch mysteriöser, dass du ein Licht siehst. Also ich erkenne auch also am linken Auge auch ein bisschen Licht. Mhm. Und man nennt ja auch sowas das dritte Auge, ja. Ja. Was man auch, wie man auch Sachen erkennen kann. Und das also, ist da in der Nacht etwas, was deiner Erfahrung völlig ungewöhnlich erscheint? Nämlich da erscheint etwas ganz Helles in dir oder vor dir. Vor mir. So. Vor dir. Mhm. Mhm. Und dann hörst du, da du blind bist, nimmt man das, nehmen die blinden Menschen können ja noch viel, viel feiner, fein differenzierter hören, hörst du ein Lachen. Genau. So nach dem Motto so, hahaha, jetzt bin ich da und jetzt. Aber es ist nur ein Lachen, es ist keine Sprache dabei. Nicht richtig, also so, nur so ein Lachen. Ja, so ein wie lange hält dieses Gefühl, sag ich mal, diese Erscheinung oder Gefühl in deinem Fall vielleicht besser, wie lange hält das an? Unterschiedlich. Manchmal 2 Minuten, manchmal nur 1 Minute. Ja, also eine relativ kurze Erscheinung. Eine relativ kurze. Und ist das einmalig, immer einmal in der, so einmal in der, am Abend in der Nacht, oder kann das auch schon mal sich wiederholen? Es ist, also ich muss dazu sagen, jetzt ist es nicht mehr, aber es kam schon vielleicht mal einmal im Monat oder mal in 2 Monaten oder mal vielleicht 2-mal hintereinander, also es ist unterschiedlich. Ja, was dich natürlich dann beängstigt hat. Welche Ursachen das auch immer haben mag, aber sowas macht einem natürlich Angst. Ja, natürlich. Also so, jetzt hast du gerade gesagt, du bist eine Fachfrau, oder eine Fachfrau ist vielleicht übertrieben, aber du weißt, wie man Poltergeister loskriegt, wenn es denn ein Poltergeist war oder irgendeine übersinnliche Erscheinung. Ich gehe also davon aus, dass es vielleicht auch verlorene Seelen sein könnten, die irgendwie rumschwirren und nicht ihren Platz finden. Ja. Oder was heißt Teufels? Was auch immer. Was auch immer das auch. Wie hast du es wieder losgekriegt? Also ich habe ich habe mir einen goldenen Kreis vorgestellt. Ja. Und dann habe ich gesagt, also ich stelle mich unter göttlichen Schutz. Ja. Und dann sage ich zu dem Wesen, jetzt geh bitte ins Licht und lass mich in Ruhe. Geh bitte ins Licht? Lass mich in Ruhe. Ja, also so habe ich das gesagt. Ja. Man kann es auch laut sagen, also wenn das einen eher befreit. Ja. Also ich muss irgendwie, nochmal fragen, mit dem goldenen Kreis. Also ein Kreis aus Gold? Ja, so ein leuchtender goldener Kreis. Ja. So, und dann hast du das gedacht oder gesagt, diesen Spruch von gerade? Mhm. Also den Kreis habe ich mir nur vorgestellt. Ja, ja. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt,
Man kann auch sagen, ich stelle mich unter göttlichen Schutz, also sagen, lieber Gott, ich stelle mich unter deinen Schutz. Mhm. Und dann zu den Wesen sagen, so, jetzt gehst du ins Licht. So, und was ist dann passiert? Dann sind die weg gewesen. Ach so, also, die waren dann einfach so, ja. Die waren weg. Ja, also genau. es gab nicht nochmal ein Lachen oder noch irgendetwas, sondern es war dann weg. Nee, die hatten sogar eigentlich auch richtig Angst gekriegt. Also, woher weißt du das? Ich habe das gespürt. So. Ja, also wenn es denn so funktioniert, ist ja in Ordnung. Ja, also bei mir hat es auf jeden Fall geklappt. Ja. Es kann sein, dass man es vielleicht ein paar Mal machen muss, ja. bis die endgültig weg ist. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Hast du das irgendwo gelesen? Ich habe über eine Bekannte, also die beschäftigt sich mit solchen Dingen, ja. auch mit Steinen und ätherischen Ölen ja. und überhaupt halt mit solchen Sachen. Und die hat mir den Tipp gegeben, weil ich habe das ja seit Kind auf an. Also ich sehe jetzt nicht nur die bösen Engel, sage ich mal, ich sehe ja. auch die guten. Also mhm. so ist das. Also das war jetzt ein Hinweis von dir, dem vielleicht der eine oder andere nachgehen kann. Ja, genau. Ne? Wenn es wirkt, ist ja okay. Und was hinter solchen Erscheinungen steckt, weiß man ja nicht. Es kann alles Mögliche sein. Es kann auch was in einem selbst sein. Und wenn man das dann auf diese Art und Weise bekämpfen kann, okay. Bestens. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Maria. Ja, bitte, Domian. Und mach ruhig weiter so. Machen wir. Wir bemühen uns. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Ja, ihr Lieben, 0800 220 5050, kostenfreie Telefonnummer. Kostenfreie Telefonnummer hier in der Nacht für euch. Oder Faxnummer 0800 220 5051, E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Vera, das ist aber wohl nicht die am Mittag, sondern die unsere Vera ist hier 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Vera. Hallo Domian. Um was geht's? Also ich bin zwangsverheiratet worden und habe nebenbei einen Freund. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich da von meinem Mann jetzt trennen soll und mit meinem Ex-Freund jetzt, sagen wir mal, mit jetzigen Freund, ich zusammen bin, wie ich das meinen Eltern beibringe. Das ist schon sehr schwierig, ja. Wann ist diese Zwangsheirat abgelaufen, passiert? August dieses Jahr. Ach so, ganz frisch noch. August. Ja. Du hast von deinem Mann vorher gar nicht viel gewusst? Nein, überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Man hat mir zwar erzählt, dass es der und der ist, aber ich habe nie so drauf gehört. Ich bin auch hier aufgewachsen und als ich in Urlaub runtergefahren bin und dann alle haben auf mich eingeredet, dann habe ich natürlich irgendwann mal ja gesagt, weil ja. ich wollte ja zurück nach Deutschland. Ja, also darunter heißt in die Türkei. Genau. Ja. Mhm. Das heißt, du hast ihn im Sommer auch zum ersten Mal gesehen? Ja, zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Das finde ich immer so krass, wenn ich mir das vorstelle. Tritt man dann einem Menschen gegenüber, irgendwelche anderen Leute haben das ausgekungelt und diesen Menschen soll man dann heiraten. Was war das für ein Gefühl, als du im ersten Moment den Typ sahst? Ich weiß nicht, schrecklich einfach. Ich habe ihn nur angeguckt und habe ich gedacht, mal, wie kann ich jetzt raus, wie kann ich zurück nach Deutschland? Aber ich habe einen Vater, der streng ist und der hat mich auf jeden Fall da gelassen und ich kann mich da überhaupt gar nicht, weil ich kenne die Kultur nicht, ich bin hier aufgewachsen. Ja. Es war für mich einfach furchtbar schrecklich und alle Leute waren da und jeder hat auf mich eingeredet und mein Vater hat gesagt, wenn du das und das nicht machst, werde ich dich auf jeden Fall hier lassen. Also du hast schon so ein bisschen Kritik geäußert und warst ein bisschen widerborstig und da hat der Vater gedroht. Klar, also ich habe natürlich Terror gemacht, ne? Und dann kamen alle und... Wie ist denn so die Stimmung in der Rest der Familie, also die Mama zum Beispiel, was sagt die? Ach, die hält es natürlich auch im Untergrund, weil mein Vater ist ja eh... Ihr Mann, sag ich mal so, und wenn sie was sagen würde, würde sie dann auch prügeln passieren wegen mir. Ist die Heirat in der Türkei vollzogen worden oder hier? Nee, in der Türkei. In der Türkei. Das heißt, ihr habt im August in der Türkei geheiratet? Genau. Und er ist jetzt auch mit hier? Der ist auch hier. War er denn vorher auch schon hier, oder? Nee, der war vorher nicht hier. Und jetzt wohnt... Für mich ist das einfach hier, der wohnt jetzt mit mir zusammen. Mhm. Und du hattest vorher aber schon einen Freund? Ich hatte vorher schon einen Freund, genau. Ist das ein Deutscher oder auch ein türkischstämmiger Junge? Das ist ein Deutscher, halb Deutsch und halb Italiener. Und ja. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit ihm gewesen. Und in der Zeit, halt, wo ich nach Türkei gefahren bin, habe ich mit ihm Schluss gemacht. Mhm. Weil wir uns halt einfach nur gestritten hatten, habe ich gesagt, vielleicht trennen wir uns doch. Wusste denn dein Freund, was da passieren würde in der Türkei? Nein, der wusste gar nichts. Als ich wiedergekommen bin und hat mich dann gesehen... Mit so einem wildfremden Mann hat er auch gesagt, wer ist denn? Dann habe ich ihm die ganze Situation geschildert, was passiert ist. Und dennoch, hat,
Dennoch hat er dir jetzt verziehen und ihr seid wieder zusammen. Ja, klar. Was heißt verziehen? Er nimmt es hin. Er nimmt es hin und er weiß, er sagt, ich liebe dich über alles und ich kann das einfach nicht so. Sag mal, Vera, was mich auch interessiert ist, zu seiner Zwangsverheiratung gehören ja immer zwei dazu. Du wurdest dazu gezwungen und der Junge wurde aber auch dazu gezwungen. Ja, Junge wollte ja sowieso nach Deutschland, das hat er mir auch gesagt. Ach so, da war der Grund, dass er dann besser nach Deutschland kann. Genau, dass er seine Familie dann da unten Geld schicken kann, das hat er mir auch gesagt. Als wenn ihr beiden dann so alleine zusammen wart die erste Zeit, du und dein Mann, dein Ehemann, gab es da so Gespräche nach dem Motto, Mensch, eigentlich haben wir ja gar nichts miteinander zu tun, lass uns zusammen das Spielchen durchziehen? Oder hat er sich dann schon gleich als Ehemann aufgespielt? Ja, er hat sich schon als Ehemann aufgespielt. Also er hat sich, wie soll ich sagen, er hat rumgeschrien, hat gesagt, ich bin der Mann und du bist die Frau, du hast eh nichts zu sagen. Und ich bin halt hier groß geworden, hab Job und alles und ich bin... Du kannst es anders. Du kannst es anders, ja. Und dann konnte ich und dann gibt es Stress und dann schwacht er mich zu Hause ein. Ja, wie ist das denn so im Punkt der Sexualität? Du musst auch mit ihm schlafen, ne? Ja, das musste ich mit ihm schlafen. Das war einfach grauenhaft, furchtbar und heute, kann ich einfach gar nicht beschreiben. Das glaube ich. Und ist es bis heute auch noch so, dass er das einfordert von dir, dass er mit dir schläft? Ja, und das ist einfach schlimm. Also ich fühle mich dann irgendwie, jetzt sagen wir mal, nicht... Also es ist einfach grauenhaft. Mhm. Ich fühle mich einfach dreckig. Klar. Er mich anfasst. Ja, und nicht nur dreckig, sondern auch, es ist so demütigend, finde ich, für dich. Einfach demütigend ohne Ende. Also ich heule manchmal und da weiß natürlich, dass ich das nicht mache und gehe dann und stehe bestimmt eine Stunde unter der Dusche. Der weiß aber nichts von deinem Freund. Der weiß gar nichts von meinem Freund. Wenn ich ihm das sagen würde, würde er mich umbringen. Mhm. Aber da musst du auch das sehr geschickt machen und sehr geschickt lügen, dass er dir nicht auf die Schliche kommt, ne? Ja, das stimmt. Also ich gehe arbeiten und dann nehme ich mir halt den Tag frei und dann... Vera, das ist ja die Hölle, was du damit machst. Das ist einfach die Hölle und ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ja, was ist denn so dein, du denkst ja wahrscheinlich auch kreuz und quer in tausend Richtungen. Über welche Möglichkeiten hast du schon so nachgedacht? So kann es ja nicht weitergehen. Du wirst ja wahnsinnig, wenn du das so weitermachst. Also, ich habe einfach nachgedacht, ich habe gedacht, jetzt ziehst du von zu Hause weg oder wenn ich schon weggehe, dann muss ich ganz weggehen und mich nie mehr blicken lassen, weil sonst würde ich ja meine Familie in den tiefsten Dreck ziehen, wie mein Vater sagt, und finden wird er mich sowieso, hat er gesagt. Dann musste ich mich einfach alles hier liegen und stehen lassen, mit Job, mit allem drum und dran und einfach ganz woanders hingehen und Namen ändern oder wie auch immer und also es ist auch ganz schlimm. Ich habe hier in dieser Sendung, Vera, schon oft mit Frauen, mit Mädchen gesprochen, die in deiner Situation waren und sind. Und da waren einige dabei, die genau diesen drastischen Schritt getan haben, den du gerade formuliert hast. Die gesagt haben, ich kann es nicht mehr, ich will nicht so leben, ich gehe dabei kaputt, ich bin bereit, all das zu opfern, nämlich den Bruch mit meiner Familie und mir tut das Herz unendlich weh, weil es keinen Kontakt mehr zur Mutter gibt und auch zu den Geschwistern oder zu anderen Verwandten. Aber ich musste es tun und ich bin woanders hingegangen und habe eine neue Identität angenommen und führe jetzt ein freies Leben. Es ist ein schwerer Weg gewesen und ein bitterer Weg, aber es war immer noch der bessere Weg, als letztendlich in diesem Gefängnis und in einer solchen Vergewaltigung. Es ist ja letztendlich so etwas. Es ist eine seelische, tiefe Vergewaltigung zu leben. Also für mich ist es einfach das Schlimmste, was es gibt. Und wenn du die Kraft dazu hast, Vera, wenn du die Kraft, du scheinst mir schon eine sehr selbstbewusste Frau zu sein, dann gehe die... Ja, ich verstehe. Aber dann geh diesen Weg. Ich habe auch versucht, diesen Weg zu gehen, sag ich mal so. Es ist jetzt nicht so, dass ich das schon mal probiert habe, aber ich bin irgendwie so weit zurückgefallen. Und dann wollte ich das immer wieder machen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt meiner Familie irgendwie treu bleibe, aber ich kann ja nicht so leben. Und auf der anderen Seite, jeder verlangt irgendwas von mir. Mein Freund sagt auch, tu das. Was sagt denn dein Freund? Steht dein Freund, also dein Freund, steht er wirklich zu dir und sagt er, komm Vera, wenn es jetzt hart auf hart kommt, ziehe ich es mit dir durch? Wir beide schaffen das? Oder bist du dir da auch nicht so ganz sicher bei ihm? Also bei ihm bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Am Anfang
am Anfang hat er das so gesagt, ich helfe dir und ich stehe immer, werde immer zu dir stehen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns halt vor 2 Tagen getroffen und der hat sich von der eiskalten Sache, also von der eiskalten Seite gegeben, wo ich das noch nie so gesehen habe, und da hat er mich so richtig verletzt damit. Mhm. Und jetzt bin ich da halt. Das macht die Sache ja noch schwieriger für dich? Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ja, gehe ich weg, habe ich beides verloren, Familie und ihn. Ich meine, wenn, dann tue ich es ja für mich, aber ich will ja wenigstens, dass wenigstens einer hinter mir steht. Ja, es ist natürlich viel einfacher, wenn man das mit einem Partner macht, der rigoros neben einem steht, hinter einem steht. Natürlich. Letztendlich hast du gerade was Richtiges gesagt. Ich tue es ja für mich. Du bist so jung noch. Du bist 23. Ja, ich tue es für mich. Das ist ja genau der Satz. Du tust es für dich und dein Leben. Das ist so schwer jetzt. Was ich so gut nachvollziehen kann, ist auch dieser, wenn man so mit allem brechen muss, wo man so bisher eingebettet war. Das wäre dann ja so, ne, wenn du gehst. Ja, also ich bin ja schon mal weggelaufen, sag ich mal so. Mhm. Und da war ich bei meiner Freundin halt eben. Mhm. Und die haben mich gefunden und ich habe so viel Prügel kassiert, da wo ich noch nie mein Leben was gekriegt habe von meinem Vater. Und achten die ja schon darauf, wo ich hingehe, was ich tue. Das heißt, wenn du das machen musst du das sehr geschickt und sehr professionell einfädeln alles, ne? Das stimmt. Also ich meine, dumm bin ich ja nicht, das könnte ich ja ganz gut machen. Mhm. Aber das ist die Angst, die in mir steckt, weil einmal habe ich das schon mal mitgemacht und da wurde ich so verprügelt, dass ich am nächsten Tag kaum noch gehen und stehen konnte. Und von daher ist es schon verdammt schwer. So, Vera, ich finde, von der Lebensperspektive aus gesehen für dich, finde ich, dass du das tun solltest. Ich sage das nicht leichtfertig jetzt. Ich sage es wirklich nicht leichtfertig. Ich weiß, was ich da sage. Es gibt, das weiß ich auch aus Erfahrung, aus den Gesprächen, die ich hier geführt habe, überall mittlerweile in Deutschland, das ist so eine Art Netzwerk von Selbsthilfegruppen, von jungen Frauen, die in deiner Situation sind oder waren. Die wissen, was das bedeutet. Da würde ich dir gerne gleich jetzt im Anschluss unserer Sendung einen Kontakt herstellen. Ja, das wäre super. Dann weiß ich wenigstens, an wen ich mich wenden kann. Genau. Und dann kannst du es nochmal bedenken. Und nochmal mit Leuten, mit Frauen, die es wirklich wissen und alles hinter sich haben, auch nochmal besprechen und bereden. Denn das kann man nicht so ganz ad hoc einfach entscheiden. Ich kann nur so von meiner Bewertung aus sagen, dass du so, wie du jetzt lebst, nicht leben darfst. Das ist nicht würdig für dich, das ist nicht würdig für eine Frau, nicht würdig für einen Menschen. Und ich finde, dass man natürlich die Traditionen anderer Kulturen respektieren soll. Aber auch nicht alle Traditionen. Es gibt in Deutschland beschissene Traditionen und es gibt in anderen Ländern beschissene Traditionen. Und der Mensch muss immer im Vordergrund stehen. Und die Würde des Menschen. Das stimmt auch, aber also ich sag mal, die große Angst steckt in mir. Und was halt für mich, ich falle dann immer zurück, weil ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Und mit einer guten Freundin kann ich nicht drüber reden, weil halt die Enttäuschung bei denen auch groß ist. Ja. Deswegen wären solche doch eher fremde Ansprechpartner schon das genau das Richtige für dich. Das stimmt, deswegen. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an, Vera. Und ich hoffe, dass du irgendwie einen Weg für dich findest und dass es nicht allzu schwer für dich wird. Ich hoffe es mal. Alles Liebe und Gute von ganzem Herzen. Danke nochmal an dich und an dein ganzes Team. Also es ist also super, dass es wenigstens sowas gibt, wo man dich anrufen kann und mit dir das besprechen kann als mit irgendjemand anderen. Dankeschön, Vera. Auf Wiederhören. Danke, schön. Tschüss. Tschüss. Die Silvia ist hier. Silvia ist 46 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Silvia. Ja, hallo. Hallo. Hier ist Silvia. Hallo, Domian. Und was geht's denn bei dir? Ja, bei mir geht es darum, auch um Angst. Und ich muss vorweg schicken, also dass es mir so weh tut, dass es so viele Frauen gibt, die so viel Angst vor ihren Männern haben. Mhm. Also, ich bin ganz erschüttert. Mhm. Das tut mir sowas von weh, weil ich weiß, was Angst bedeutet. Was ist dein aktueller Anlass? Du sagst schon Angst. Angst ist, das frisst einen auf. Mhm. Was ist Angst, das ist, dass man mitunter gar nicht mehr aus dem Haus gehen möchte. Das heißt, du bist eine Angstpatientin, kann man das so sagen? Ja, ich bin ein Opfer geworden. Von einem Attentat von meinem eigenen Ehemann. Von einem Attentat? Ja, ein Attentat. Was ist genau da passiert? Was ist passiert? Ich war 23 Jahre verheiratet. Ja. Und ich habe Angst ausgestanden. Ich war 23 Jahre nur geschlagen worden.
misshandelt worden. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben, wie es war, mein Leben. Also mein junges Leben. Ich habe mit 16 Jahren meinen Sohn bekommen. Ja. Habe es 23 Jahre ausgehalten. Immer nur wegen meinem Sohn, weil es er immer gut haben sollte. Du warst 23 Jahre in einer Ehe und bist 23 Jahre in dieser Ehe geschlagen worden. Geschlagen, misshandelt, mit Ausdrücken, mit allem. Und dann habe ich mich nach 23 Jahren Ehe, bin ich weggegangen von meinem Mann. Mein Sohn war alt genug, er hat sich eine Wohnung gesucht. Ja. Hab gesagt, es ist die Sache jetzt, wo du gehen kannst. Ja. Musst du dich lösen. Ich habe es nicht mal ausgehalten. Ich wäre sonst bekloppt geworden. Was ist dann mit dem Attentat? Ich bin gegangen und nach einem halben Jahr hat meine Mama mich wieder aufgesucht, da wo ich gearbeitet habe. Und da kam er mit einem riesen Messer rein und hat mich abgestochen. Mit 18 Messerstichen. Das ist ja unfassbar. Nach einem halben Jahr. Mhm. Ihr hattet euch ein halbes Jahr nicht gesehen. Doch, wir haben uns gesehen. Wir haben uns fast täglich gesehen. Achso, aber ihr wart de facto getrennt. Wir waren getrennt, und aber da ich in der Cafeteria am Arbeiten war und er die Kästen geleert hatte in der Cafeteria, haben uns das täglich gesehen. Achso, zwangsläufig dann. Mhm. Aber dann hat sich bei ihm so viel aufgestaut, dass er er mich umbringen. Bitte? Wenn ich ihn verlassen würde, würde er mich umbringen, hat er gesagt. Aber ich habe es nie wahrgenommen. Ich habe es nie wahrgenommen, habe gedacht, mein Gott, nochmal, wenn ich ihm so gleichgültig bin, das wird er nie machen. So, und dann gab es diesen, man kann ja sagen, dass es ein Mordversuch war. Versuchter Totschlag war es gewesen. Ja, es ist gerade so Untergang, du hast das so beiläufig erzählt. Habe ich das richtig verstanden, dass es 8 oder 18 Messerstiche? 18 Messerstiche. Hast du ertragen? Ja, habe ich ertragen. Wo hat er dich hingestochen? Im Nacken, in meinem Knie, in der Lunge. Ich war durchstochen, also es hätte auch keiner mehr gesagt, auch die Ärzte haben mich aufgegeben. Unglaublich. Wer war da noch in der Umgebung? Niemand? Nee. Es war keiner. Ich war auf Behindertentoilette. Ich habe im Altenheim gearbeitet. Ja. Und auf Behindertentoilette und... Aber es hat sich dann Gott sei Dank schnell doch jemand gefunden und dass du ins Krankenhaus gekommen bist. Ja, durch Hilferuf im Altenheim selber, der Portier hat mich gefunden. Ach, du konntest noch rufen, das ging noch. Das konnte ich noch, im Unterbewusstsein. Ich habe mich noch zur Tür geschleppt, aber ich habe versucht, den Türgriff aufzumachen, ging nicht. Zu was ist er verurteilt worden? Ich habe die Engel singen hören. Ich habe oben, und ich wollte nur meinen Engel singen hören, denn mein Sohn ist da. Zu was ist er verurteilt worden? Ich bin hingegangen und habe versucht, die Tür aufzumachen und ich habe es irgendwo geschafft, ich weiß nicht wie. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Bitte? Zu was ist er verurteilt worden? Ja, zu 6,5 Jahre leider nur. Wegen, wie du gerade sagtest... Versuchter Totschlag, kein Mord. Nur versuchter Totschlag. Das heißt, er sitzt jetzt im Knast? Er ist wieder raus. So lange liegt das zurück. Die Angst ist da wiederum. Ich wusste eben, die 6,5 Jahre, habe ich gedacht, sind unendlich, habe ich gedacht, aber das ist die Zeit vorbei und die Angst ist wieder da. Wie lange ist er jetzt aus dem Knast schon wieder raus? Seit 2 Wochen. Ach so, so frisch noch. Hast du Angst, dass er nochmal an dich rankommt? Auf jeden Fall. Hat er Rache irgendwie geschworen? Doch, ja. Hat er sich irgendwann mal aus dem Knast gemeldet, per Brief? Nein, kann er ja nicht, weil ich habe das eben, das Einwohnermeldeamt alles, das haben die Unterlagen, und ist eben das Schweigen, Einwohnermeldeamt. Aber das ist ja unglaublich klar, alles. Dass ich irgendwo sehe und dann ist die Angst, das Herzklopfen, wenn ich zur Arbeit gehen muss, dann ist das Herzklopfen. Das heißt, da ist immer so die Angst, der könnte gleich um die Ecke auftauchen. Ja, auf jeden Fall. Und könnte es wieder tun. Wenn ich die Haustür aufschließen muss, immer nur gucken, ob... Tausendmal gucken, ob da auch keiner hinter mir ist. Und wenn Wind ist, das Gebüsch, das ist am Rauschen, ich kriege sofort Panik und... Warst du auch während der Gerichtsverhandlung zugegen? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du hast ihn da gesehen, ihr habt euch gegenübergestanden. Hat er da einen Ausdruck des Bedauerns gesagt? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall? Er hat es abgestritten, hat versucht, sich rauszureden, Also es kam in der Gerichtsverhandlung nie den Satz, es tut mir leid. Gar nichts. Gar nichts. Nichts, gar nichts. Es ist
ganz im Gegenteil. Also bist du danach, ich meine, das ist ja ein extremes Trauma, was du da erfahren hast. Ja. Bist du psychologisch, psychiatrisch behandelt worden? Nein. Nein? Nein, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht. Ich habe das irgendwo mit meinem Sohn, ich bin so eine komische Person, ich weiß nicht warum. Aber ich habe das so gemacht, ich wollte das nicht. Ich habe dann jemanden kennengelernt, mit dem war ich sechs Jahre zusammen gewesen. Mhm. Nachdem haben wir uns kennengelernt, das war auch nicht das Richtige. Er hatte Krebs gehabt und ich wollte irgendwo Muttersöhnchen sein, habe ihm geholfen und. Lass mich nochmal fragen, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben, ich bin ganz entsetzt über das, was du erzählst. Mhm. Wie lange hast du musst ja sehr schwer verletzt gewesen sein. Ja, wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Ich habe gar nicht so lange gelegen, ich habe 4 Wochen gelegen. Auf Intensivstationen habe ich eine Woche gelegen, noch gar nicht mal so lange und ich wollte nach Hause. Ich habe immer so einen Trieb in mir. Ja. Ich will und das ist eben der Wille, der versetzt Berge, wirklich. Silber, weißt du, was ich aber dennoch glaube? Ich bin davon wirklich 100% überzeugt, dass man nach so einem schweren Vorfall, dass man sich da Hilfe holen muss von außen. Ich glaube, dass deine jetzige Angst auch sehr darin begründet liegt, dass du damals dir nicht hast helfen lassen. Deswegen ist meine jetzt ganz dringende Bitte an dich oder der ganz dringende Rat, vor allen Dingen in Anbetracht der aktuellen Situation, dass er wieder draußen ist. Du brauchst einen Ansprechpartner, mit dem du über diese Ängste sprichst. Damit ich du diese Ängste. Mein Herz, das verspringt irgendwo. Die Angst, die frisst mich irgendwo. So, auf. Ja, das glaube ich ja auch. Und ich glaube eben nicht, dass du das alleine schaffst. Jetzt auf keinen Fall mehr, wo er draußen ist. Du brauchst jetzt jemanden, der dich auch ein bisschen an die Hand nimmt. Und ich möchte auch mal eins sagen, Domian, weißt du was? Der weiße Ring, ne? Das muss ich mal ganz schön betonen, der weiße Ring, der ist wirklich für uns Frauen, also auch mal jede Frau, so viele rufen bei dir an, ne? Jede Frau sollte wirklich den weißen Ring nur mal nachfragen. Der tut so vieles. Ich weiß. Ist so eine gute Organisation. Ich weiß, das heißt, du hast mit denen Kontakt schon gehabt. Ich habe mit denen Kontakt, aber immer schon. Die haben mir so viel geholfen. Weißer Ring ist wirklich was ganz Tolles. Der weiße Ring. Ich sag, wenn ich einmal wirklich mal Geld hätte, was die Leute für einen tun, das ist spitzenmäßig. Das sollte man wirklich auch wirklich unterstützen. Ja, das mache ich verbal auch immer, weil ich auch sehr viel Rückmeldungen bekomme und habe bisher auch nur Gutes davon gehört. Jetzt ist diese Sendung vorbei. Ich bitte dich, aber ich möchte gleich noch ein paar Worte mit dir reden. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an nach der Sendung. Okay, Silber, bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Gunnel Blendin und Martin Trux. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr wieder Fernsehen.